Ihr seid keine schlüpfrige Seewiper oder ein faulmündiger Schiffbrüchiger. Erklärt euer Anliegen der Mannschaft der Vagabund. Der Orkan hat hunderte von Seesoldaten getötet. Was spielt es da für eine Rolle, wenn einer von ihnen in einer Höhle starb? Oh, nun, bis sie wieder seetüchtig ist, ist die Vagabund wie ein Huhn im Wolfsbau. Vielleicht können eure Seesoldaten ja beweisen, dass sie nicht nur Frachtstücke auf zwei Beinen in schimmernder Rüstung sind. Wenn sie mit anpacken, denke ich über Verstärkung für sie nach. Sind sie dazu bereit? Und ich bin sicher, dass sie... Oh, und unser Sonnensichter. Reden ist immer leichter. Verteilen!
Dies sind keine Seeleute des Dominions. Sie sind Freibeuter. Was für ein Glück. Wir werden die Reparaturen bei Flut abschließen. Wir werden dieser alten Seekatze zeigen, was die Seesoldaten des Dominions alles zustande bringen können. Onglorn ist unser bester Spurenleser. Er kann den Sonnensichter schnell zurückholen. Die Seewipern, die den Sonnensichter haben, tun mir fast ein bisschen leid. Onglorn wird ihn ziemlich bald wiederhaben. Was muss sonst noch getan werden? Dann wird es Zeit, dass dieser räudige Freibeuter sein Versprechen hält. Vielleicht solltet ihr das Reden übernehmen. Ich würde ihn nur aufziehen. Das ging schnell. Gut, es gibt Platz auf der Vagabund für eure Seesoldatenfreunde, solange sie für ihre Mahlzeiten arbeiten. Ich sagte, ich würde darüber nachdenken. Kapitän Jemila ist die Einzige, die diese Entscheidung treffen kann. Etwas, das ihr gerne hören werdet. Ihr habt die Vagabund gerade wieder seetüchtig gemacht. Und Kapitän Jemila begleicht immer ihre Schulden. Geht und sprecht mit ihr. Sie weiß. Dank unserer Bemühungen kann die Vagabund die Segel setzen, sobald die Flut kommt. Diese Seesoldaten haben auch ihren Teil geleistet. Ich habe keine Verstärkung, aber ich biete etwas Besseres. Ich weiß, wer die Soldaten des Dominions tötet. Und ich weiß, wie man das beendet. Unser Ausguck hat gesehen, wie die Seewipern einen Seesoldaten des Dominions in eine Höhle gezerrt haben. Später hat er gesehen, wie eure Freunde die Leiche des Seesoldaten geborgen haben. Wenn wir nicht so knapp besetzt wären, hätte ich seine Rettung befohlen. Aber drei Leute aus meiner eigenen Mannschaft werden vermisst. Bevor wir die Gefahr erkannten, habe ich meine Mannschaft losgeschickt, die Untiefen nach Brauchbarem abzusuchen, mit dem wir die Vagabund reparieren können. Wir dachten schon, sie wären verschwunden, aber eine ist gerade eben wiedergekommen. Und sie erzählt eine grässliche Geschichte. Die Seewipern sind passiert. Jetzt braut sich ein neuer Sturm zusammen. Und ich fürchte, dass sie der Grund dafür sind. Mastengewe erholt sich unten. Hört selbst, was sie zu sagen hat. Die Seewipern sind verrückt. Sie versuchen noch einen Orkan zu erschaffen. Sur, Wirkwild und ich haben nach einem Ersatz für das Steuerrad gesucht, als die Seewipern uns überfielen. Sie haben uns auf die Insel mit dem gestrandeten Flaggschiff des Dominions gebracht. Sie haben Dinge dort getrieben. Schreckliche Dinge. Diese dreckigen Maorma haben meine Kameraden hochgeschleppt und an diese schlangenförmigen Statuen ge... Ja, ich... Die Maorma trugen Magnetsteine um ihre Handgelenke.
Diese Seewipern haben den Verstand verloren. Die mich nicht töten. Sur und Wirkwild sind zurückgekehrt, als die Himmel gerade aufklarten. Sie sind ein wenig feucht, aber sonst in Ordnung. Mein Lauerer sagt, dieser muss euch danken. Dann schließen wir die Reparaturen ab und verschwinden bei Flut von hier. Oh, und eure Freunde, die Seesoldaten, haben die Seewipern abgewehrt, während ihr meine Mannschaft gerettet habt. Sie sind immer an Bord willkommen, egal wie lange. Vielleicht sehen wir euch in Mistral wieder. Ihr werdet immer einen Platz auf der Vagabund haben. Ich weiß, was ich tue. Noch mehr Holz für die Lagerfeuer, Kapitän! Das bringt uns.